So, einen schönen guten Abend am 8. Juni 2016, 2 Tage vor Beginn der UEFA Euro 2016. Ich glaube, das muss man so korrekt sagen, denn sonst sind die Herren bei der UEFA beleidigt, wenn man nicht den kompletten Namen ausspricht. Ja, das letzte Webinar vor der EM, die Finanzmarktrunde vor der EM und heute gleich mit 2 Gästen. In dem Fall aus meinem Team und ich glaube, mit dem einen habe ich schon ewig lange kein Webinar mehr zusammen gemacht, nämlich mit Egmont Heidt. Und hallo Egmont erstmal. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo Daniel. Genau, und das Schöne ist, dass Egmont dabei ist, weil wir im Moment, glaube ich, bei extrem vielen Sachen am Aktienmarkt und am Finanzmarkt unterschiedlicher Meinung sind. Und das war ja ursprünglich mal einer der Kernpunkte des Mittwochswebinars, dass wir gesagt haben, wir wollen Sachen kontrovers diskutieren, die am Finanzmarkt sind, auch Lustiges diskutieren. Aber wir sind im Moment wirklich bei vielem in der Analyse, glaube ich, ähnlich, aber in der Schlussfolgerung komplett gegenteilig. Also das wird heute spannend werden. Und damit die Runde eine richtige Runde ist, ist Franz Georg heute auch dabei und das wird in Zukunft auch häufiger so sein, denn wir haben festgestellt, dass sich das Dienstagswebinar so großer und schöner Resonanz erfreut, dass ich gesagt habe, das passt auch in den etwas lockeren Stil der Mittwochsrunde und Franz Georg ist heute die erste Hälfte dabei. Danach kriegt er nämlich Edelsteak bei den so geschätzten und lieben Kollegen von dpa in Frankfurt, wo du nämlich mit Benjamin eingeladen bist heute Abend und die uns ja auch immer versorgen mit den heißesten Tickermeldungen, wo heute Mittag, glaube ich, um 13:48 Uhr dann schon wieder kam, WDI, das ist Wirecard gewesen, da steht dann immer so drin, Wirecard jumps 10% within 5 minutes, comment please. Die sind immer ein bisschen lustig, die wollen einen direkten Kommentar haben, aber das Gute ist in so einem Netzwerk, spätestens nach 10 Minuten hat dann auch irgendjemand die News, was da los ist und dann geht das über den dpa-Verteiler. Kommt uns ganz gut entgegen. Hallo Franz Georg. Jo, hallo Daniel. Schönen guten Abend. Ganz genau so ist es. Ich Ja. bin mal gespannt, wie du das Grillen ja schon angedeutet hast. Also wie gesagt, hier in Frankfurt ja schlechtes Wetter, ob es das Ganze vielleicht nur theoretisches Grillen gibt. Ich werde berichten dann in den nächsten Wochen, was die DPA dann Ja, das ist wirklich entscheidet. prima. Ja, das ist prima. Wenn du heute zu früh weg musst und wir nicht alles schaffen, dann musst du nächste Woche einfach wiederkommen. Der Vollständigkeit halber, ganz wichtig, zeige ich Ihnen hier noch den Disclaimer, der zu jedem Webinar dazugehört. Ich hoffe, den sieht auch jeder. Also kann sich jeder ganz kurz durchlesen. Wichtig, dass der gezeigt wird und vor allem der letzte Satz ist entscheidend, dass es hier keine Beratung stattfindet und auch keine Investmentempfehlungen ausgesprochen werden. Wir allerdings einige durchdiskutieren. Da sind wir nämlich auch schon in der Präsentation. Zu Vola kommen wir später und auch zum Portfolio Vola-Strategie, das ja auch ein fester Anker ab sofort ist in der Finanzmarktrunde. Aber beginnen, ihr zwei, möchte ich mit dem Thema und anfangen mit Egmont. Denn meiner Ansicht nach, ich vertraue da den Umfragen. Ich gehe davon aus, dass die Briten on top gut gelaunt von einer guten EM-Vorrunde ihrer Mannschaft am 23. an einem Donnerstag, ich habe zweimal falsch gesagt, an einem Sonntag, ich weiß gar nicht, warum ich auf Sonntag kam, es ist ein Donnerstag, an dem die Briten abstimmen. Und ich gehe davon aus, dass sie sich für einen Verbleib entscheiden. Aber Egmont, du hast da eine ziemlich pointierte und starke Meinung, du sagst nämlich komplett das Gegenteil. Richtig? Absolut richtig. Ich bleibe weiterhin der Meinung, dass die Briten für den Ausstieg aus der EU stimmen werden. Einfach vor dem Hintergrund, dass so viele Politiker in letzter Zeit, auch zum Beispiel der US-Präsident Barack Obama, gesagt hat, welche dramatische Folgen es hätte, wenn die Briten für den Brexit stimmen würden. Und das löst bei vielen Leuten, denke ich, einfach eine gewisse Gegenreaktion aus. Das ist meiner Meinung nach der entscheidende Grund, warum die Briten für den Brexit stimmen würden. Wenn die EZB mir immer sagt, dass ich den 500-Euro-Schein abgeben soll, weil das ganz schlimm ist, wenn ich den habe, dann bin ich der Meinung, dass ich ihn genau dann behalten will. Und genauso wird es meiner Meinung nach bei Brexit sein. Je mehr Politiker argumentieren, man sollte jetzt bei der EU dabei bleiben und etliche britische Politiker zeigen ja geradezu ein grauenhaftes Bild, was alles passieren könnte, quasi ein Kollaps der britischen Wirtschaft, wenn die jetzt aus der EU aussteigen, das sehe ich nicht. Und deswegen gehe ich weiterhin davon aus, dass es zum Brexit kommen würde. Und die Folgen wären natürlich, wie nicht anders zu erwarten, die englische Notenbank würde kräftig die Zinsen senken, meiner Meinung nach auch wieder anfangen, Geld zu drucken. Die EZB würde einfach noch mehr Geld drucken, das würden
meiner Meinung nach die Folgen sein, die dann zu erwarten sein werden in den nächsten Wochen. Daniel. Das bedeutet doch eigentlich, wenn ich das mal übersetze, wenn du wirklich davon ausgehst, dann müsste ich doch Euro-Pfund stramm long gehen jetzt und sagen, das ist mein Szenario, sogar mein Überraschungsszenario für in 2 Wochen. Du gehst ja von der Schwäche des Pfund aus, richtig? Das wäre ja dann im Prinzip erstmal. Genau. Im Endeffekt kann ich mir durchaus einen deutlichen Kursrutsch, zumindest kurzfristig beim Pfund vorstellen und genau den Trade, den du aufgezeichnet hast, genau. Mhm. Franz-Georg, wie siehst du das? Ich kann ja mal ins Depot reingehen, auch bei Iono, das habe ich ja hier schon auf das Trade Hub und guck gleich mal nach Euro-Pfund. Wie ist deine Meinung zum Brexit? Wie Ekman also, oder so wie ich? Glaubst du, dass die wirklich so verrückt sind oder so mutig? Kann man ja so und so interpretieren. Mutig, verrückt, was auch immer. Genau, kann man von zwei Seiten interpretieren. Ich glaube einfach, dass gerade diese Argumente in Richtung Angst sehr viele Leute verfangen werden, dass sie einfach dann sagen, ja, die Wirtschaft wird zusammenbrechen, wir werden international zurückfallen, die Arbeitslosigkeit wird hochgehen und genau diese Argumente, diese Angst vor, was passiert, wenn wir wirklich für den Brexit stimmen sollten, dürften zumindest an der Urne viele davon zurückhalten, tatsächlich für den Brexit zu stimmen. Also jetzt die Umfragen, das ist richtig, die sind hochgegangen, wir haben, je nachdem, welche Umfragen man nimmt, die kommt ja inzwischen jeden Tag raus, Parität, also dass die Brexit-Befürworter Mehrheit sind, dann wieder weniger. Das ist jetzt so ein Ping-Pong-Spiel, das bremst den ganzen Markt aus, aber ich glaube, wenn es dann wirklich darum geht, wenn die Stimme abgegeben wird, dann sagen die sich, nee, ich will das Risiko nicht eingehen, eigentlich geht es mir noch nicht. Dann lassen wir das mal besser so. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie wirklich was riskieren werden. Okay, ja, also ich kann es mir eigentlich auch nur schwer vorstellen. Es wäre dann ja kein richtiger schwarzer Schwan, aber es wäre schon, glaube ich, ein Knacks, den der Markt dann erstmal bekommen würde. Denn im Moment ist es ja eigentlich eher so, ja, ausgepreist, wie das immer so schön heißt. Ich habe jetzt mal ein Währungspaar aufgerufen und da wird mich eure Meinung interessieren. Vor allem die von Ekman würde mich da interessieren. Weil Ekman, also mal angenommen, du sagst, die Briten wollen raus. Schwäche des britischen Pfundes. Kommen wir mal zur Rubrik. Alles hat mit allem zu tun. Am letzten Freitag gab es ja Arbeitsmarktdaten in den USA und jeder weiß ja, dass du eine ganz spezielle Sicht hast auf Konjunkturdaten der Amis und auf die offiziellen Zahlen. Du gehst ja, glaube ich, davon aus, dass die Amerikaner am 15. Juni ihre Zinsen, vorsichtig gesagt, eher nicht erhöhen werden. Sind dann bei Dollar und Pfund zwei Fußranke unterwegs oder wie würdest du gerade dieses Währungspaar bewerten? Absolut. Ich hatte in den vergangenen Monaten wiederholt argumentiert, dass die US-Notenbank die Zinsen nicht erhöhen wird, weil einfach die Wirtschaft zu schwach ist. Das habe ich ja wiederholt argumentiert und dabei bleibe ich auch. Es wird meiner Meinung nach weder bei der Sitzung am 15. Juni zu einer Erhöhung kommen und auch nicht bei der Erhöhung bei der Sitzung am 27. Juli wird es meiner Meinung nach auch zu keiner Erhöhung kommen. Im April hatten ja viele darauf spekuliert, dass die Erhöhung im Juni kommt, aber das passiert einfach mal nicht. Und dementsprechend gehe ich auch nicht davon aus, dass später was kommt. Inzwischen wird eingepreist, dass es zu einer Erhöhung im September kommt, aber auch davon gehe ich nicht aus, weil einfach die US-Wirtschaftsdaten schwächer sind als erwartet. Und es zeigt einfach, dass diese Konjunktur verlangsamt, diese kräftige Abkühlung der US-Konjunktur sich zusehends am Arbeitsmarkt niederschlägt. Die Janet Yellen hat ja bei ihrer jüngsten Rede diesen schwachen Arbeitsmarktbericht für Mai heruntergespielt, diese 38.000 Jobs, die geschaffen worden sind. Völlig zu Unrecht meiner Meinung nach. Man muss sich einfach die Zahlen für die vergangenen 3-4 Monate anschauen und dann sieht man einen ganz klaren Trend, dass nämlich, so wie ich es aufgezeigt habe, der US-Arbeitsmarkt von der Klippe quasi herunterfällt. Wir hatten ja im Februar ungefähr 233.000 Jobs geschaffen. Im März waren es dann nur noch 168.000, einen Monat später 123.000 und jetzt im Mai 38.000. Also wer sich die Zahlen für die vergangenen 4-5 Monate anschaut, der sieht, wie schwach der US-Arbeitsmarkt ist. Und in dem Umfeld kann man meiner Meinung nach auf keinen Fall die Zinsen anheben. Und dementsprechend bin ich da auch weiterhin skeptisch, was den Dollar angeht und skeptisch, was die US-Wirtschaft insgesamt angeht. Daniel.
Ja, du hast letztens im Gruppenchat sogar geschrieben, für dich wären die ADP-Daten ja jetzt nicht gelogen, aber der komplette Schwachsinn. Warum du gerade bei den Daten so skeptisch bist, die ja immer quasi Mittwoch als Vorläufer zum großen Arbeitsmarktbericht kommen, beziehungsweise wenn Feiertag war, dann kommen sie halt donnerstags. Ja, ich frage mich immer, wie ADP auf die Daten kommt, weil die schätzen natürlich viel, ebenso wie das US-Arbeitsministerium, das dann ein, zwei Tage später seine Daten veröffentlicht. Und das Bemerkenswerte ist ja, früher lagen die Daten von ADP zu den Daten des US-Arbeitsministeriums meilenweit auseinander. Und wie es dann so immer läuft in den USA, wenn die Daten nicht zusammenpassen, dann werden die einfach bereinigt. Und dann hat die ADP einfach seine Daten stark bereinigt, hat die quasi an die Daten des Arbeitsministeriums angepasst und dann hat alles irgendwie wieder toll ausgesehen, alles hat übereingestimmt und inzwischen stimmen die Daten einfach wieder nicht überein. Also keine Ahnung, wo die von ADP ihre Schätzung her haben. Tatsache ist, dass es gerade in den Bereichen, wo es schlecht bezahlte Jobs gibt, sei es Kellner, sei es Ober, all die Jobs, die werden zwar noch geschaffen, aber nur in geringer Zahl. Und einfach die gut bezahlten Jobs, sei es in der US-Industrie, teilweise auch in der Ölindustrie, da werden die Jobs abgebaut. Und ein Job ist einfach nicht das gleiche wie ein anderer Job. Weil wenn ich einen gut bezahlten Job abbaue und auch einen schlecht bezahlten schaffe, dann ist natürlich die Anzahl der Jobs gleich. Aber das hat natürlich völlig andere Auswirkungen auf die Volkswirtschaft. Weil wenn ich einfach einen schlecht bezahlten Job habe, dann kann ich mir weniger kaufen. Und deswegen gibt es auch überhaupt keinen Lohndruck in den USA, die Löhne steigen um 2%, das ist im Endeffekt meiner Meinung nach in der Größenordnung der tatsächlichen Inflation. Deswegen von der Seite gibt es überhaupt keinen Grund für die Fed, die Zinsen anzuheben. Wir haben eine sehr niedrige Inflation. Der Arbeitsmarkt ist wesentlich schwächer, als die Fed zugibt. Und vor dem Hintergrund gibt es keinen Grund, die Zinsen anzuheben. Daniel. Franz-Georg, jetzt haben wir noch diese zwei, ja, sind es zwei Freaks oder sind es anderthalb Freaks? Ich weiß gar nicht genau, wie man das sagen soll. Auf jeden Fall, wir haben die zwei Kandidaten in den USA jetzt fix, also offiziell noch nicht komplett, aber es ist das Duell Trump gegen Clinton und wir haben jetzt Zeit bis zur ersten Novemberwoche, dass die sich da austoben. Zum einen würde mich von euch beiden interessieren, vielleicht können wir mit Franz-Georg anfangen, wie das Risiko ist oder ob es Risiken gibt aufgrund des US-Wahlkampfes, möglicherweise je stärker Trump wird, weil Liebling der Wall Street wäre ja ohne Zweifel bis jetzt Hillary, die kriegt ja auch dankbare Spenden aus der Richtung. Gleichwohl man anfügen muss, wenn Clinton Bernie Sanders zu ihrem Vize machen würde, der ja die Wall Street stark regulieren will und da gerade drauf geschimpft hat, müssten sie eigentlich aus taktischen Gründen sich da auch ein bisschen distanzieren. Also meiner Meinung nach liegt in diesem US-Wahlkampf durchaus ein bisschen Sprengkraft. Und dann, Franz-Georg, du hast letzte Woche so einen coolen Chart ausgegraben, den S&P 500 Performance Index, also quasi das Pendant zum DAX, der hat ein neues Rekordhoch hingelegt. Da werden quasi die Dividenden mit eingerechnet. Aber der normale S&P, wenn man so will, und auch der Dow Jones liegen ja knapp unter ihren Höchstmarken. Laufen wir da gerade in so eine richtig schmutzige Falle rein, wo man sagt, es ist eigentlich viel zu viel Euphorie im Markt und zu viel Sorglosigkeit. Wenn man dann noch auf die von uns so geliebte Vola über den VEX guckt, dann könnte man ja zumindest auf die Idee kommen. Wie siehst du die zwei großen Indizes zum Thema Chance-Risiko? Kannst du auch gerne den Bildschirm übertragen, kurz, wenn du magst. Okay, hatte also ich für die Antwort 45 Minuten Zeit? Du, falls dein Steak kalt werden soll, hast du auch 45 Minuten Zeit. Naja, mach mal ein bisschen kürzer, aber nur ein bisschen. Alles klar. Bildschirm kann ich leider gerade nicht übertragen. Ich weiß nicht, ich sehe das. Nicht, dass ich die Möglichkeit hätte. Müsste es mir sonst geben. Warte, ich probiere mal, ob ich dir den zuteilen kann. Warte mal, ich probiere mal. Mhm. Ich probiere ein bisschen rum, fang ruhig mal an. Okay, fangen wir kurz an mit Clinton versus Trump. Es ist einfach so, wir waren ja gerade eben bei den Arbeitsmarktdaten zu sprechen gewesen. Das Problem ist hier natürlich, wenn jetzt die Arbeitsmarktdaten... Du bist jetzt Moderator. Ich glaube, du könntest ihn... Ja, da ist er doch. Ja, da ist er schon. Das Problem ist jetzt, genau, wenn wir weiterhin schwache Arbeitsmarktdaten kommen, und Egmont hat das ja gerade schon ausgeführt, dass die Tendenz, die Durchschnitte der Arbeitsmarktdaten und neu geschaffenen Stellen gehen abwärts. Man kann sich auch die ISM-Beschäftigungsschwelle
Wahrscheinlichkeit steigt, dass Trump Präsident wird, dass damit Unsicherheit in den Markt reinkommt und dann die Börsen so mit Beginn des Herbstes, Spätsommers unter Druck geraten und es dann, weiß ich natürlich nicht, wie die Wahlgänge ausgeht, das ist ja jetzt, wir haben hier keine Kristallkugel, dass es dann nochmal zu einer Erleichterung kommen könnte. Das ist ja jetzt auch die Frage, wie gleicht sich überhaupt auch Trump an, wird er ein bisschen moderater und so weiter, das ist schwierig. Also Arbeitsmarktentwicklung könnte durchaus Amerikaner. Und wenn man sich hier das Wahljahreszyklus anschaut, dann haben wir jetzt halbwegs freundliche Tendenz bis zum Spätsommer, aber ab Anfang September wäre ich extrem vorsichtig. Dann kommen wir zu der von dir angesprochenen Frage mit dem S&P 500 und das ist jetzt leider extrem kompliziert. Es ist richtig, der Performance Index, der ist schon auf Rekord ausgebrochen. Bei dem medial präsenten Kursindex, den ich Ihnen hier einfach aufgelegt hat, da ist das noch nicht der Fall. Das ist die neue Engagements in den Markt rein. Wichtiger Sicherheitsfaktor zur Seite legen. Da geht man jetzt da kommen auch mal die Analysten um die Ecke und sagen, so, jetzt sollte man vielleicht mal Aktien verkaufen. Also Stichwort hier Kontraindikator. Dass es solche massiven Abstufungen gegeben hat, und zwar wenn die Indizes knapp unter den Rekordmarken stehen, das ist eigentlich historisch einmalig. Da stellt sich jetzt die Frage, was hat das zu bedeuten? Wenn die ganz schweren Jungs alle schon draußen sind und ihre Kunden auch rausgejagt haben aus dem Markt, dann ist eigentlich hier ja kein Verkaufsdruck mehr vorhanden, wenn man das jetzt mal unterstellen würde. Das heißt, die Risiken auf der Unterseite wären eigentlich gering und es wäre auch niemand eigentlich großartig im Markt ausreichend positioniert. Das heißt, niemand rechnet hier wirklich mit einem Ausbruch. Da wäre keiner drauf vorbereitet. Die Investitionsquote wäre also zu gering. Und das birgt natürlich eine ganze Menge Sprengkraft, denn wenn die Märkte jetzt tatsächlich den Weg des größten Schmerzes gehen, das ist eine bekannte Börsenregel, und hier auf neue Rekord- und Bestmarken sollten. Dann müssen natürlich die Jungs relativ schnell sich anpassen, ihre Investitionsquote hochfahren und das könnte dann natürlich schon dazu führen, dass wir hier eine relativ dynamische Ausbruchsbewegung nach oben sehen. Das ist jetzt nicht nur bei den Profis so. Wenn man sich die Fondsmanager-Umfragen anschaut, die Cashquote ist relativ hoch, die Aktienquote bzw. die Übergewichtung in Aktien ist nahezu komplett abgebaut. Bei den Privatanlegern ist es sogar ähnlich, wenn man sich da einfach mal die Umsätze, die durchschnittlichen Positionierungen im Augenblick anguckt von amerikanischen Privatinvestoren. Sie sehen es, bullisch im Augenblick 30%, historischer Durchschnitt 38%. Das heißt also, das bullische Lager ist noch relativ wenig gefüllt. Sehr viele sind hier noch im neutralen Lager im Augenblick drin, warten einfach ab, was macht der Markt, wann kommt das klare Signal. Wir sehen hier langfristiger Durchschnitt 31, im Augenblick sind es nur 41% noch neutral. Das hat jetzt zuletzt ein bisschen abgenommen zugunsten des Bullenlagers, aber hier ist immer noch keine wirklich klare Bereinigung vorhanden. Hier muss man also aufpassen, dass wenn der US-Markt hier ausbricht, dann kann es sein, dass es dann wirklich zu einer scharfen Rallye nach oben kommt. Ich habe sogar letztens schon von einigen Kollegen aus dem technischen Bereich ein Kursziel von 2400 gesehen für den S&P 500. Also das halte ich mal für ein ziemlich viel zu hoch gegriffen. Ich sehe jetzt hier ein Ziel vielleicht mal bei 2170, maximal 2250. Aber das ist extrem schwierig, die ganze Geschichte. Es kann einfach auch sein, dass es hier zu einem Fehlausbruch kommt, dass es hier so einen kurzen Sprung nach oben gibt, da so ein paar Stops dann abgeräumt werden und dann einfach so ein paar Jungs darauf ausgelegt sind, hier den Markt doch wieder nach unten zu drücken, weil einfach das fundamentale Umfeld in den USA überhaupt nicht mehr passt. Da gehe ich gleich kurz nochmal drauf ein. Eine
Andere Sache noch, die wichtig ist, eben auch die Marktbreite, die bereitet mir einfach Sorgen. Wenn man sich einfach mal anguckt, die Anzahl der Aktien im S&P 500, die über 100-Tage-Linien notieren, die sind im Augenblick bei deutlich über 80%. Und Sie sehen das immer, wenn so eine Quote in der Vergangenheit vorlag, dann haben wir doch zumindest mal relativ häufig ein temporäres Markthoch gesehen. Das Problem ist einfach im Augenblick, es sind zu viele Aktien in einer technisch guten Verfassung an der Wall Street eher überhitzt und damit fehlt einfach so ein bisschen die Power jetzt noch wirklich, dass es dann weiter nach oben geht. Und ja, da kommt dann die fundamentale Komponente rein. Der S&P 500 mit einem KGV von 17 heillos überteuert natürlich im langfristigen Vergleich KGV 14. Dass man da vor allen Dingen von der fundamentalen Perspektive sagt, nee, da lasse ich das Investment, das ist mir zu risikoreich, vollkommen nachvollziehbar. Also es ist eine extrem komplizierte Ausgangslage. Es gibt, das muss man jetzt ganz klar sagen, fairerweise von der technischen Seite her Argumente und auch vom Sentiment her, die dafür sprechen, dass der S&P durchaus mal hier zügig so 5% da nach oben schießen könnte. Es gibt aber auch Argumente, gerade von der fundamentalen Seite, die sagen, also das wird nichts mit dem Ausbruch und wenn wir jetzt wieder scheitern sollten, und die Gefahr besteht natürlich, dann haben wir hier doch eine so massive Barriere, dass wir hier oben vielleicht so eine größere Umkehrbewegung sehen, die dann den amerikanischen Aktienmarkt sogar nach unten hin durchreichen könnte, zumindest mal bis hier in den Bereich der 200-Tage-Linie, also 2000 Punkte oder 1960 Punkte. Da baut sich jetzt eine ganze Menge auf. Also entweder es kommt jetzt hier zum nachhaltigen Ausbruch und damit auch einer Kursrallye oder wir scheitern und dann dürften sehr viele eben darauf dann wetten, dass wirklich die Kurse auch weiterfallen. Es ist ziemlich unbefriedigend, aber so ist leider die objektive Sichtweise. Ja, aber jetzt muss ich doch mal was einwenden und da können wir auch Egmont wieder dazu nehmen, bevor du gleich natürlich zum Grillen entfliehen darfst, Franz-Georg. Aber du hast eben gesagt, ja, der S&P 500 ist heillos zu teuer. Wir sind beim KGV 17. Jetzt waren wir ja letztens, oder Benjamin war da, und im Jahresausblick hat er das auch gesagt, als wir, ich glaube, da waren wir ja alle gemeinsam bei Goldman Sachs, waren Flossbach von Storch, Vermögensverwalter, der argumentiert, naja, wir sehen ja eine klare Ausweitung der KGV aus, das ist in den USA zu beobachten. Das wird in Europa erst recht noch kommen. Und das Ganze muss man im Vergleich sehen zum Anleihemarkt. Deswegen, Aktienmärkte werden teurer bewertet werden grundsätzlich. Und die KGVs, die wir früher mal hatten, dass man gesagt hat, also 12, 13 ist günstig, das wird sich einfach wie ein Parallelogramm nach oben verschieben. Es ist einfach 17, 18 jetzt günstig. Und Egmont, wie ist deine Meinung? Findest du den US-Markt teuer? Ich nehme es schon mal vorweg, du wirst wahrscheinlich sagen, ja. Aber Wenn du das dir einfach machst und sagst, ja, der ist teuer, was ist denn dein Gegenvorschlag, was man mit Geld machen könnte, wenn du sagst, der ist teuer? Hast du irgendeine Alternative? Vielleicht erstmal zur Frage, ob US-Aktien teuer sind. Da bin ich absolut der Meinung, dass sie teuer, sehr teuer, extrem teuer sind. KGV 17, wie Franz Georg gesagt hatte, der langfristige Schnitt beim S&P 500 liegt so bei KGV 11 bis 12. Also wenn man mal richtig lange zurückgeht, KGV 11, 12. Weil es einfach dem langfristigen Gewinnwachstum der S&P 500 Unternehmen entsprochen hat. Und dementsprechend sind wir da meilenweit entfernt. Und noch eine zweite Kennzahl zeigt auch ganz klar, auf wie teuer der S&P 500 ist. Eine Kennzahl, auf die Warren Buffett, die Investmentlegende, häufig schaut. Und diese Kennzahl setzt den Börsenwert des S&P 500 ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt der USA, also zur jährlichen Wirtschaftsleistung. Und in dem Fall sind wir bei einem Wert von 1,2. Das heißt, der S&P 500 hat einen Börsenwert, der 1,2 Mal so hoch ist wie das jährliche BIP der USA und der langfristige Schnitt ist bei dem 0,6-fachen. Also wir sind meilenweit über dem normalen Schnitt und dementsprechend befürchte ich da natürlich ein deutliches Rückschlagspotenzial für den Fall, dass es zu einer Korrektur kommen sollte. Und Franz Georg hat ja gesagt, viele Experten sagen, dass der S&P 500 mal schnell was weiß ich, auf 1700 Punkte abrutschen sollte, das wäre überhaupt keine große Sache. Also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass, wie gesagt, dass es vielleicht zu einem kurzen Ausbruch nach oben kommt. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach wäre das einfach eine Bullenfalle, weil der Markt nur kurz nach oben drehen dürfte und dann schauen einfach die Leute wieder auf die Fundamentaldaten und ich erwarte einfach weiterhin schlechte Zahlen. Dementsprechend wird es dann da, glaube ich, beim S&P 500 schwierig.
Und man muss dann meiner Meinung nach einfach auf Einzelwerte schauen, die in so einem Umfeld besser laufen als der Markt, gerade vor dem Thema US-Wahlen, wenn ich da vielleicht nochmal zwei Sätze dazu sagen darf. Ich bleibe weiterhin der Meinung, dass Donald Trump die Wahl mit ziemlich deutlichem Vorsprung gewinnen wird. Und seine einzige Trumpfkarte ist meiner Meinung nach, dass er sagt, ich gehöre nicht zum Establishment. Das ist sein Trumpf, den wird er einfach in den nächsten Monaten Egmont, was ist, du bist ja voll bei den Revolutionen. Was ist los? Die Briten gehen raus, Trump gewinnt die Wahl. Was ist los mit dir? Wenn du jetzt noch sagst, dass in deinem Bundesland irgendwie die SPD eine Chance hat, dann zweifle ich langsam. Ja, so weit würde ich dann doch nicht gehen. Aber ja, glaubst du wirklich, dass Trump locker durchmarschiert da, ungeachtet aller Latinos und ungeachtet, dass er doch irgendwie ein ganz schöner Psycho ist? Glaubst du das wirklich? Also wir haben das, ich finde das ganz kurios, wir haben das vor einem Jahr mal diskutiert mit Ex-Kollegen von der FDP. Da hieß es noch, ach der Trump, der hat eh keine Chance. Und ich weiß ja, dass mein Bruder auch im Webinar hier drin ist, der hat damals schon gesagt, so, ey, unterschätzt den Mann nicht. Das kann schon passieren, dass der nominiert wird. Die Amerikaner, die sind anders drauf, als man denkt. Ich wiederum finde es ja auch relativ logisch, weil wenn man sich mal anguckt, es gibt zwei Gruppen. Die einen, die wählen Bernie Sanders, weil sie unzufrieden sind. Möglicherweise die man als intellektuell, linksintellektuell bezeichnen würde. Die anderen wählen Trump, weil sie auch unzufrieden sind. Das ist übrigens Wasser auf deine Mühlen mit dem Arbeitsmarktbericht, meiner Ansicht nach. Denn eine Gesellschaft, die funktionieren würde und laufen würde, würde niemals zwei so extreme Lager so weit nach vorne wählen. Denn Sanders liegt ja in der Gunst der Leute gar nicht weit hinter Clinton. Ohne Superdelegierte wäre das ja alles ein komplett anderes Ding. Aber nochmal zurück zu Fragen. Glaubst du wirklich, der marschiert da durch? Und Franz Georg, was meinst du dazu? Siehst du das ähnlich? Also ich denke, dass der wirklich durchmarschiert. Ich sage ja nicht, dass ich seine Ideen gut finde, sondern die sind ja teilweise ziemlich wirr. Ich glaube, da gibt es auch, glaube ich, gar keinen großen Diskurs. Aber ich denke einfach, wie gesagt, die Unzufriedenheit vieler Amerikaner ist so groß wie nie zuvor. Und man muss einfach sehen, die durchschnittlichen Lohnsteigerungen in den USA liegen im Moment bei 2%. Und gleichzeitig steigen einfach die Mieten sehr stark an. Die Gesundheitskosten steigen stark an. Und der normale Amerikaner hat enorme Schwierigkeiten, über die Runden zu kommen. Der lebt im Endeffekt von Gehaltscheck zu Gehaltscheck. Und dieser Frust hat sich einfach so aufgebaut, denke ich, in den vergangenen Jahren. Und deswegen gehe ich wirklich davon aus, da bleibe ich auch dabei, dass Trump der nächste Präsident wird. Und ich denke, wenn sich dieses Szenario in den nächsten Wochen und Monaten bei den Investoren verfestigen sollte, dann könnte es durchaus mal ein paar Ruckler geben beim US-Aktienmarkt. Und in dem Umfeld denke ich, dass die Leute dann wirklich verstärkt auf die defensiven Werte setzen werden. Also die werden wirklich dann schauen, bei welchen Unternehmen ist das Geschäftsmodell einfach so solide, dass es läuft, selbst wenn Donald Trump dann ein paar wirre Sachen machen sollte. Also sprich ein Konsumgüterhersteller wie eine Procter & Gamble oder eine Altherren, ein Tabakhersteller oder all diese Unternehmen oder Heinz Ketchup oder Kraft Heinz, wie sie alle heißen. Also wirklich Unternehmen mit einem stabilen, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass diese Unternehmen weiterlaufen. Und auf der anderen Seite wirklich dividendenstarke Werte. Die werden, denke ich, auch in so einem Umfeld gefragt sein. Sei es eine Coca-Cola oder sei es eine Pepsi oder sei es die Versorger in den USA, muss man einfach schauen, eine Devon Energy und so weiter. Einfach die ein stabiles Geschäftsfeld haben, eine hohe Dividende. Ich glaube, oder können natürlich auch Procter & Gamble und so weiter dazu, dass gerade diese Unternehmen einfach laufen werden. Während gerade so Zykliker, sprich eine General Motor oder eine Ford oder so, die werden meiner Meinung nach massive Probleme haben, zumal wenn man sich anschaut, wie schwach oder wie schlecht sich der US-Automarkt in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt hat. Deswegen Vorsicht bei Zyklikern und eher meiner Meinung nach bessere Perspektiven für die defensiven Werte, gerade wenn sie eine hohe Dividendenrendite haben. Daniel. Okay, dann Franz-Georg, deine Ansicht zu Trump und was du glaubst, wer da rauskommt. Und die letzte Frage, bevor ich die dann zum Grillen schicke. Ganz kurz noch, der Egmont sagt ja eben, dass die starken Aktien gesucht sind. Ich erinnere mich, vom Jahr haben wir in der Dreierrunde aber auch schon mal die Marktpreise diskutiert. Die hast du eben schon mal angesprochen. Ich hätte noch eine Wunschaktie, bitte, die du dir ganz kurz angucken könntest, bevor wir dich entlassen, nämlich die Facebook. Die krebsen seit ein paar Wochen so an der 120-Dollar-Marke rum. Und bei der ist ja auffällig,
wenn es am Markt da unten geht, dann tut es da immer so einen Schlag. Man sieht diese richtigen Zacken da in den letzten 5 Jahren, die es immer wieder gibt. Wärst du bei so einer Aktie jetzt vorsichtig? Und Bonusfrage, wenn man dann auch den VIX in den USA mit reinnimmt, die Sorglosigkeit ist dann einfach zu hoch und die könnte doch auch die Aktien mal wieder treffen. War ja letztes Jahr das Gleiche. Die Fangs hielten den Index noch lange oben und als es dann geknallt hat, bekamen sie aber auch richtig einen mit. Haben sie allerdings danach auch wieder schnell erholt, das muss man auch sagen. Puh, ein ganz schönes Programm, was du mir da jetzt gegeben hast. Also, ich hatte ja eben schon mal... Ja, so natürlich Facebook, der Rest... Kein Problem. Also, ganz schnell, ich hatte es ja eben schon mal angedeutet. Ich denke, man sollte darauf achten, wie sich der Arbeitsmarkt in den USA entwickelt und die Konjunkturdaten. Je schlechter die ausfallen werden, desto besser dann die Chancen für Trump. Man hat das jetzt zuletzt gesehen im Arbeitsmarktbericht, die Zahl der Erwerbspersonen, also das sind erwerbstätige und Beschäftigung suchende Personen, die ist um 458.000 gestiegen. Das heißt also, rund 460.000 Leute haben entweder keine Lust mehr gehabt, sich um eine Beschäftigung zu bemühen oder haben sich einfach aus dem Erwerbsleben zurückgezogen, sind frustriert. Das ist ein ganz klares Warnsignal schon mal, deswegen wäre ich hier vorsichtig. Je mehr die Chancen für Trump steigen, desto schlechter die Entwicklung an der Wall Street. Das hat man eben auch gesehen beim Präsidentschaftszyklus. Punkt 2, was soll ich denn dann überhaupt noch kaufen? Da sage ich als Techniker stur, nur noch die Aktien, die einen ganz sauberen Aufwärtstrend aufweisen. Da hat mir Egmont leider schon genau den Pferd ist jetzt fundamental und Technik in einem. Altria hat das schon genannt, den Tabakkonzern, ist für mich einer der Top-Aktien seit mehreren Jahren schon, die nenne ich so ungefähr in jedem dritten Chart-Webinar am Dienstag. Schauen Sie sich das einfach an, seit 2009, perfekter Aufwärtstrend, 200-Tage-Linie verläuft steigend. Die Aktien macht so ungefähr jede Woche einen Rekord hoch, fällt immer wieder schön auf Unterstützungen zurück, wo man nachkaufen kann, wie zum Beispiel hier in der 100-Tage-Linie. Altria ist für mich eine super Aktie, die man haben kann, zumindest mal. Ebenfalls schön defensiv und gut United Health Group. Ich sage es mal ganz grob formuliert, das ist die Fresenius im Dow Jones, Gesundheitskonzern. Genau die gleiche Story, langfristiger Aufwärtstrend intakt. Da gibt es überhaupt nichts zu kritisieren. Das ist auch eine Aktie heute mit Rekordhoch wieder. Nichts Neues für die Anleger. Auch so ein Wert, den man zumindest mal an schwächeren Tagen einsammeln kann. Hier ist noch genügend Potenzial, wenn man einfach stur sagt, ich kaufe einen Trend. Und in so einem Marktumfeld, in dem wir uns befinden, und 2016 ist ein schwieriges Börsenjahr, da ist mal, man kann immer mal etwas antizyklisch agieren, das ist auch wichtig, um Chancen zu nutzen. Aber wenn man auch ruhig schlafen möchte, das Depot auch auffüllen mit Werten, wo ich einfach weiß, der langfristige Trend ist intakt und das fundamentale Umfeld ist auch sauber soweit. Es gibt da keine Probleme, wenn es mal vielleicht auch von der konjunkturellen Seite ein bisschen schwieriger wird. Und da zählt auch eine United Health Group zu. Da zählt zum Beispiel auch ein Kreditkarten Unternehmen zu, wie eine Visa, hat auch einen schönen langfristigen Aufwärtstrend, nicht ganz so sauber, aber auch hier der Trend seit 2009 ganz klar aufwärts gerichtet. Ebenfalls einer der Werte in den USA, die ich bevorzugen würde gegenüber auch dem Gesamtmarkt, der ja wesentlich schlechteres Chartbild aufweist, als jetzt zum Beispiel die von mir gerade gezeigten Einzelaktien. Wenn wir dann noch zum Technologiebereich kommen, also hier in der Facebook, auch hier, Sie sehen es, grundsätzlich langfristig schöner Aufwärtstrend. Das Problem ist hier natürlich auf der einen Seite diese Bewertungsfrage, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, also dieser Fangindex, der hat zwar zuletzt mal Stärke gezeigt, insgesamt aber das Problem in den USA, wenn man sich die Indizes anschaut, der Nasdaq 100, zeigte zuletzt eine Erholung, steht aber immer noch relativ deutlich unter dem 2015er Hoch. Hat sich also noch nicht so richtig bis in diese Region wieder vorgearbeitet und das ist eigentlich in der Vergangenheit immer ein Problem gewesen an den amerikanischen Aktienmärkten, denn größere Aufwärtsbewegungen, die wurden eigentlich immer untermauert und angeführt von Technologieaktien. Das heißt, der Nasdaq 100 war eigentlich so der Treiber gewesen, der den ganzen Markt auch mit neuen Hochpunkten immer wieder bestätigt hat. Und wenn man sich hier die Bewegung anschaut, dann sieht man, der Nasdaq 100 hängt einfach noch zurück. Er ist noch längst nicht an der Bestmarke aus 2015 angekommen, während also die Blue Chips in den USA quasi täglich das erreichen könnten. Das ist für mich nach wie vor so ein kleines Warnsignal, dass einfach die Technologieaktien offenbar nicht gekauft werden oder nicht so eine relative Stärke haben. Hier halten sich Investoren zurück, aus welchen Gründen auch immer. Man kann es interpretieren, dass es einfach Unsicherheit ist, Vorsicht ist, Bewertungsfrage ist, was auch immer. Und solange der Nasdaq 100 nicht wirklich das 2015er Hoch nachhaltig rausnimmt,
wäre ich eben auch beim S&P und beim Dow Jones zumindest mal noch vorsichtig. Und wenn ich für den Nasdaq 100 und die Technologieaktien vorsichtig bin, dann bin ich auch für die Facebook eher vorsichtig, denn hier ist mir einfach auch die Bewertungsfrage zu schwierig und das ganze Branchenumfeld wäre ich ebenfalls eher doch zurückhaltend engagiert, wenn nicht sogar eher aussteigen. Ich glaube, okay, das war das alles, schon mal ein... Ja, das war alles. Und damit auch raus mit dir. Egmont und ich, wir werden uns jetzt noch 20 Minuten Einzelaktien vornehmen. Ich werde auch meinen Bildschirm wieder übertragen. Viel Spaß beim Grillen. Grüßen wir die Jungs von dpa. Sag bitte weiterhin so fleißige Versorgung mit Unternehmensnews und allem drum und dran. Und einen guten Hunger und einen Gruß an den Kollegen Feingold. Mal, schönen Abend euch noch. Ne? Viele Grüße. Okay, ciao. Ja, bis zur nächsten Woche, Fatzgeber. Ciao, ciao. So, Egmont, jetzt haben wir nämlich noch 20 Minuten und können uns ein paar Einzelaktien widmen. Franz-Georg hat die Facebook ja schon angesprochen. Ich weiß, du bist ja Trendfolger und ich habe schon gesagt, das trennt uns beide so ein bisschen in der Schlussfolgerung. Ich bin zum Beispiel, kommen wir gleich auch noch dazu, bei einer Adidas im Moment höchst skeptisch, die gleichwohl ein neues Rekordhoch gemacht haben. Ich weiß, aber auch eine Facebook sieht ja eigentlich brillant aus vom Trend. Würdest du die jetzt noch kaufen, weil du einfach sagst, der Trend passt, das geht weiter, oder wird es dir da langsam auch mulmig angesichts der Bewertung? Du kennst ja bei den US-Aktien, du begleitest die ja seit x Jahren. Kann man sagen, das waren schon immer deine Babys zu Börse-Online-Zeiten in den 90ern. Auch eine Visa und Co. Also deswegen, was meinst du dazu? Genau. Genau, ich meine, ich bin ja schon lange länger bullish bei Facebook. Hatte ja auch immer aufgezeigt, dass eine Facebook hochbewertet ist. Da gibt es auch meiner Meinung nach keinen Zweifel. KGV 30, 40, je nachdem, wie man das bewertet. Und wenn man noch berücksichtigt, dass eine Facebook beispielsweise die Aktienoptionen für das Management aus dem Gewinn herausrechnet, dann liegt das KGV nicht nur bei 30, 35, sondern eher im Bereich um die 60, 70. Aber ich hatte immer argumentiert, dass gerade in der Phase, wo die Wirtschaft schwach ist und schwächer wird, werden meiner Meinung nach die Investoren bei Unternehmen dabei bleiben, die weiterhin ein starkes Wachstum haben. Das war immer die Argumentation. Und so ein Unternehmen wie Facebook, das einfach Quartal für Quartal ein Umsatzwachstum von 40-50% bringt, weil einfach die Leute kräftig die Werbung halt einfach jeder Facebook-Schalte da weiter kräftig anklicken. Und vor dem Hintergrund, so war die Argumentation ja immer, könnte mir vorstellen, dass sogar so eine Facebook noch weiterläuft. Natürlich vielleicht nicht mehr mit dem Tempo der vergangenen Jahre, aber doch tendenziell eher nach oben, weil wie gesagt, in so einem konjunkturell schlechten Umfeld werden einfach die Leute meiner Meinung nach Unternehmen schauen, die weiterhin starkes Wachstum bringen. Und da gibt es ja nicht mehr viele in den USA. Und deswegen würde ich da Facebook deutlich positiver sehen als viele andere Unternehmen, wie beispielsweise eine Apple oder so. Daniel. Sorry, ich hatte mich gerade mute gemacht. Ich habe schon die Frage gestartet. Ja, Apple ist auch so ein typisches Beispiel. Das wäre eigentlich auch fast schon mal was für unser Wohler-Strategie-Depot gewesen, wo wir auf Wohler achten. Und ich habe in der letzten Zeit eigentlich nur den DAX gehandelt. Übrigens, die Followerzahl ist deutlich gestiegen. Vielen Dank für den Vertrauensvorschuss. Jedenfalls von denen, die neu dazugekommen sind, die schon länger dabei sind, können sich ja, glaube ich, durchaus freuen. Ja, Apple wäre so ein typischer Fall, wo ich sage, als Antizykliker sehr reizvoll. Und da kann man auch nochmal ganz kurz auf die Präsentation zurückgehen. Warte mal. So, denn mache ich die nochmal groß. Wir haben ja bei Apple eine Spekulation gehabt und die würde ich gerne. Moment. So, Vollbildmodus. Da sind wir, ehe wir zu Herrn Gauland kommen, komme ich erst nochmal zu Apple. Wir haben ja bei Apple eine Spekulation gehabt, und zwar, dass die möglicherweise die Fühler ausstrecken, Time Warner und so weiter. Und ich finde ja, Apple liefert immer noch Gewinne im satten Milliardenbereich. Wenn man sich das KGV anguckt, dann gefällt mir das eigentlich als Investor, der ein bisschen risikoärmer unterwegs ist, viel, viel besser als die hochgehypten und gejesten Facebooks und so weiter mit ihren KGVs im hohen zweistelligen Bereich, mal ganz zu schweigen von der Netflix und so. Gibt's denn, wenn du sagst, du lässt mal die Trendfolge weg, Egmont, gibt's denn nichts, wo du sagst, rein aus Bewertungssicht, wenn man sagt, man ist jetzt Value Investor, dass man da sagt, man kann sich eine Apple vielleicht jetzt wieder angucken, oder
du hast gestern bei uns in einem Artikel nochmal auf Final Research geschrieben, dass du explizit bärisch bist für die Apple. Aber wenn du jetzt mal neutral dich an die Seitenlinie stellen willst, was spricht denn für Apple, frage ich jetzt mal. Ja, im Endeffekt spricht hauptsächlich die Bewertung für Apple. Wie du ja richtig gesagt hast, mit einem KGV von ungefähr 11 ist natürlich Apple wesentlich niedriger bewertet als der S&P 500, zumal Apple eine hervorragende Gewinnmarge hat, wesentlich höher als beim S&P 500. Das heißt, diese zwei Faktoren sprechen klar für Apple. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass Apple ungefähr einen Netto-Cash von $25 je Aktie noch hat, also bereinigt um diesen Netto-Cash liegt das KGV sogar in einer Größenordnung von 8, 8,5. Also Apple ist absolut günstig, da bin ich absolut bei dir. Wo wir uns allerdings unterscheiden, ist, dass ich einfach weiterhin erwarte, dass das Geschäft bei Apple schwach sein wird. Ich hatte ja die ganze Zeit gesagt, die US-Wirtschaft ist wesentlich schwächer erwartet, es wird keine Konjunkturerhöhung, keine Zinserhöhung geben in den USA und natürlich auch keine Konjunkturbelebung. Meiner Meinung nach ist allerdings auch die chinesische Wirtschaft ziemlich schwach, wesentlich schwächer, als es die Wirtschaftsdaten zeigen, einfach weil wir auch... Das wollte ich gerade fragen, ja. Weil wir auch genau. Eine gewaltige Schuldensause in den vergangenen Jahren in China hatten, eine unvorstellbare Schuldensause. Und vor dem Hintergrund, wenn die zwei größten Volkswirtschaften der Welt ziemlich schwach sind, und in Japan läuft es ja auch nicht gerade gut, die drittgrößte Volkswirtschaft, wenn ich mir jetzt überlege, dass jetzt die Mehrwertsteuererhöhung schon wieder verschoben worden ist. Ursprünglich sollte die ja im Oktober 2014 laufen. Dann haben wir es auf April 2017 verschoben. Und heute wissen wir schon, dass die Wirtschaft in Japan so lange so schwach bleiben wird, dass die Mehrwertsteuererhöhung frühestens im Oktober 2019 kommen soll. Also die japanische mit diesem Schritt der Verschiebung der Mehrwertsteuererhöhung signalisiert die japanische Regierung ja, dass die Wirtschaft so schwach sein wird, soweit wie das Auge sieht. Und vor dem Hintergrund, weil ich davon ausgehe, die Wirtschaft USA schwach, China schwach, heißt, die Nachfrage nach iPhones bleibt schwach, also da erwarte ich keine Besserung. Und das ist auch der Grund, warum die Gewinnschätzungen für Apple immer weiter sinken. Wenn man sich die 2017er Schätzung anschaut, also für das Fiskaljahr, das ja im September 2017 endet, da sind wir im Moment bei $9,11 und vor 2-3 Monaten waren wir bei $10. Also diese ganze Euphorie, jetzt kommt bald das iPhone 7 und alle kaufen es wie wild, das wird jetzt jedenfalls immer mehr ausgepreist. Und man braucht meiner Meinung nach einen Katalysator oder einen Auslöser, damit es zu einer Trendwende bei einer Aktie kommt. Und wenn jetzt, japanische Wirtschaftszeitung Nikkei letztens geschrieben hat, Apple selber arbeitet daran, dass der Zyklus zwischen den einzelnen iPhones oder zwischen den einzelnen Handys von 2 auf 3 Jahren verlängert wird, das kurbelt ja auch nicht gerade die Nachfrage an. Und wenn dieser Auslöser ausbleibt, dann wird es meiner Meinung nach die Aktie trotz der niedrigen Bewertung schwer haben. Und ich würde bullisch werden oder würde meine Meinung ändern, wenn ich sehe, dass jetzt zu einer Konjunkturbelebung in den USA oder China kommt, dann wäre ich jederzeit bereit, meine Meinung zu ändern, aber die erwarte ich halt leider im Moment noch nicht. Bitte, Daniel. Okay. In die Richtung ging auch meine Frage, wie stark du die Konjunkturbelebung in China eben siehst. Also du hast es ja schon vorweggenommen. Ich meine, auch da geht es ja ein bisschen auseinander. Viele sagen, wir sind jetzt an so einem Peak, an so einem Zwischenhoch in der Erholung in China und dass es dann nochmal richtig zur Sache geht. Auch das würde ja wieder dafür sprechen, dass viel zu wenig Risiken im Moment eingepreist sind, wenn man wiederum auf die Vola guckt. Und das wäre auch meine Überleitung zum Depot mal, in das wir mal reingucken können. Da würde es mich nämlich auch mal interessieren, was soll ja fester Bestandteil sein des Webinars hier am Mittwoch immer in der Finanzmarktrunde. Mich würde mal interessieren, was du zum Depot-Vola-Strategie meinst. Also ich war jetzt letzte Woche mal kurzfristig short, bin dann ganz, ganz kurz mal long gegangen. Das war es dann aber auch. Bin jetzt wieder flat eingestellt. Also habe komplett keine Position. Vola hat mir auch nicht so richtig was angezeigt jetzt. Also das war nicht so flächendig fly. Jedenfalls beim VDAX New. Wie ist deine Erwartung für den DAX dann in den nächsten Wochen? Würdest du, oder anders gefragt, würdest du nochmal warten, dass es eine Euphorie gibt, jetzt vor Brexit quasi, dann die negative Überraschung, wenn ich dich richtig verstanden habe, und dass du dann sagst, über den Sommer erstmal Brief-DAX, also sprich verkaufen? Oder wie ist momentan deine Sichtweise? Im Moment wäre ich eher vorsichtig beim DAX, also würde ich eher auf der Short-Seite traden, meiner Meinung nach.
weil es etliche Faktoren gibt, die ich jeden Tag genau im Auge behalte. Einmal ist Dollar-Yen, also sprich der Carry-Trade, den gucke ich mir jeden Tag genau an. Und da ist es so, wenn der Yen im Rückwärtsgang ist, dementsprechend nehmen die Investoren verstärkt Kredite auf Yen-Basis auf und stecken das Geld in US-Aktien oder europäische Aktien und so weiter. Und dementsprechend läuft dann der Carry-Trade auf Hochtouren. Und das läuft natürlich allerdings nur so lange, wie der Yen im Rückwärtsgang ist, immer schwächer wird. In dem Moment, wo der Yen plötzlich dreht und stärker wird, Dollar-Yen also schwächer wird, dementsprechend wird dann der Carry-Trade aufgelöst. Die Leute verkaufen ihre Aktien und lösen ihre Kredite auf Yen-Basis auf. Und dementsprechend, so wie wir es heute sehen, der Dollar steigt deutlich, Entschuldigung, der Dollar fällt heute deutlich, der Yen steigt, das ist natürlich eine massive Bremse für den weltweiten Aktienmarkt. Und das sehen wir heute beim DAX. Der DAX, das belastet den DAX ganz klar. Der zweite Faktor, den ich immer im Auge behalte, jeden Tag, ist der Ölpreis. Da habe ich auch immer argumentiert. Der steigt aber die ganze Zeit. Genau. Das will ich ja genau jetzt diskutieren. Solange der Ölpreis im Rückwärtsgang war, ist das eine Belastung gewesen für die Weltwirtschaft. Hat man auch gesehen, ganz stark der DAX auf dem Weg nach unten, weil wenn einfach Länder wie Saudi-Arabien, wie Russland weniger Einnahmen aus dem Ölgeschäft haben, danach haben sie einfach weniger Geld, um Produkte aus Deutschland zu kaufen, Autos, Daimler, was auch immer. Und dieser zweite Faktor, dass der Ölpreis sich jetzt gegenüber dem Februar-Tief quasi verdoppelt hat, also man da um 11, 12 Monats hoch sind beim Ölpreis, das ist absolut positiv für den DAX. Also da, das bedeutet ganz klar eine Unterstützung oder Rückenwind für den DAX. Und der dritte Faktor, den ich mir auch im Auge jeden Tag auch anschaue, ist Euro-Dollar. Im Moment sind wir wieder bei 1,14. Wenn die Konjunkturdaten in den nächsten Wochen weiter so schwach sind, dazu kommen auch gerne mal Fragen, was er zu Euro-Dollar sagt und ob wir dann im nächsten Versuch vielleicht ja sogar nach oben rausgehen und diese Lücke zumachen, die ja im Grunde genommen so ab der 1,22 nach unten besteht. Das wäre dann schon ein richtiger Move und das wäre dann, glaube ich, auch nicht witzig für den DAX, wenn wir so einen starken Dollar sehen würden. Nee, absolut nicht. Und ich, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt relativ schnell so das Jahreshoch bzw. das 52-Wochen-Hoch bei Euro-Dollar in Angriff nehmen. Also die Marke von 1,15, 1,16 und wenn wir da natürlich durchgehen sollten, das wäre natürlich absolut nicht gut für den DAX, ganz klar. Aber wie gesagt, das Entscheidende ist, aber, bitte. Ich wollte noch eine Ergänzungsfrage stellen, weil ein Aspekt so ein bisschen aus dem Fokus gerückt ist, der die Märkte ja generell stützt, und zwar die niedrigen Zinsen. Da wurde in den letzten Wochen ja mit USA angefangen, schon ein bisschen diskutiert, ja, vielleicht ist in Europa ja auch der Zyklus nicht vorbei, aber vielleicht ist das Krasseste, was Draghi so machen kann, gegessen und da kommt nicht mehr so viel. Bund Future sah zeitweise ja auch mal in die Richtung aus. Aber jetzt, wenn man sich das jetzt mal anguckt, Rendite von Bundesanleihen, da muss man doch eigentlich sagen, die Druckparty wird jetzt doch wieder eingepreist, als dass sie weitergehen sollte und könnte. Ich habe den Chart hier mal aufgelegt. Eine ziemlich interessante Wende in den letzten Tagen, wie ich finde. Wie siehst du den Aspekt? Der ist ja auch nicht ganz unwichtig. Da bin ich auch absolut deiner Meinung. Ich denke, Draghi wird immer mehr drucken, immer schneller drucken. Im Moment sind wir bei 80 Milliarden pro Monat, also fast 1 Billion pro Jahr. Eine enorme Größenordnung, was Draghi da druckt. Und er hat ja heute angefangen, jetzt auch Unternehmensanleihen zu kaufen. Und das führt natürlich alles zu gewaltigen Verzerrungen. Noch ehe Draghi auch nur eine Anleihe gekauft hat, waren ja gestern die Zinsen für Investment-Grade-Anleihen aus der Eurozone, gestern der durchschnittliche Zinssatz bei 1,0%. Und damit nähern wir uns immer mehr dem Rekordtief von 0,93 vom März 2015. Und ich gehe davon aus, dass wir das schnell bald durchbrechen werden. Draghi wird immer mehr drucken und vor dem Hintergrund, ja, gehe ich davon aus, dass die Zinsen immer weiter senken. In der Eurozone sind wir ja quasi am Rekord. Tief bei vielen Anleihen. Weltweit sind wir rekordtief bei den Zinsen aus den Industriestaaten, laut diesem Bloomberg Developed Market Index quasi, der die Zinsen in den Industriestaaten weltweit von USA bis Japan und so weiter abbildet, sind wir bei 0,62%, absolutes Rekordtief. Auch da wird es meiner Meinung nach noch deutlich tiefer gehen.
Inzwischen werfen Staatsanleihen im Volumen von 10,4 Billionen Dollar weltweit Strafzinsen ab. Also wir sind da schon in einer gewaltigen Abwärtsspirale und da sehe ich kein Ende, weil die Notenbanker haben immer nur eine Lösung für unsere Probleme, immer mehr Geld drucken und ich denke, da werden wir konsequent weitermachen. Auch die BOJ, also die japanische Notenbank, die ja einen Tag nach der Fed, also am 16. Juni dann ihre Sitzung haben wird, die wird dann im Zweifelsfall auch sagen, wir drucken einfach noch mehr. Und ja, das sind wir einfach in einer Spirale, okay, die absolut nicht schön ist. Ja, genau, wir sind in einer Spirale, die nicht schön ist, aber wir sind zumindest in einer Bodenbildung, die schöner wäre. Da gilt nämlich die Überleitung zu dem, was bei den Zinsen der Fall ist, nämlich die Banken, die unter Druck stehen. Ich habe hier mal was aufgerufen, geht in den Tagen natürlich durch die Medien, gehört auch hier in die Finanzmarktrunde mit rein. Jérôme Kerviel hat ja jetzt hier einen Prozess gewonnen und das Gericht glaubt dem, was er sagt. Hier, es gibt eine knappe 500.000 Euro von SocGen an Kerviel. BNP ist ja da auch noch dabei. Also dieses Thema Kerviel, sehr interessant und vor allem, was da gelaufen ist in diesen Jahren, als die Milliardenzocker am Werk waren. Ich nehme auch diesen Artikel mal und stelle euch den bei uns noch auf der Facebook-Seite ein. Übrigens da kurzer Hinweis für alle, die nachgefragt haben zum Thema Facebook-Seite Gib ihm Saurus und Depot. Da sage ich nächsten Mittwoch was zu. Wir werden uns da was Neues einfallen lassen. Machen wir dann in der nächsten Woche, das werden wir natürlich, macht ja keinen Sinn, das war ja eher auf das alte Webinarformat, um das weiterzuführen, gibt es eine neue Idee in der nächsten Woche, aber auch was Interaktives und genau, so viel dazu. Aber Egmont, was ich dich fragen wollte, Deutsche Bank, hatte ich ja so ein bisschen wie bei RWE die Hoffnung, dass wir da vielleicht doch in die extrem schlechte Lage, auch in die hohe Wohler, so eine Bodenbildung reinsehen. Letzten Freitag FAZ, Wieland Staudt, Bankensektor könnte sein großes Comeback feiern, hat so ein bisschen rumgeeiert noch mit hätte, könnte, links, rechts. Eigentlich wäre das technische Bild noch schlecht, aber doch auf der anderen Seite unterstützt. Franz Georg ist bei den Banken auch nicht so ganz bärig, aber ich glaube, du bist bei den Banken immer noch auf der Bärenseite, weil du einfach sagst, denen fehlt das Geschäftsmodell, solange die Zinsen so niedrig bleiben. Verstehst du das richtig? Also da könnte ich mit meiner Antizyklik-Ansicht bei dir im Moment noch nicht punkten. Genau. Bei den Banken, Deutsche Bank, Commerzbank, bleibe ich weiterhin bärisch, so wie schon, glaube ich, in den vergangenen Jahren. Das Problem ist einfach, die Deutsche Bank hat ein Derivate-Exposure oder ein Engagement im Derivate-Bereich von 42 Billionen Dollar, Billionen Euro. Und wenn es irgendwelche Turbulenzen gibt am Finanzmarkt, dann belastet es einfach das Geschäft der Deutschen Bank, gerade im Investmentbanking. Und es erhöht natürlich die Risiken. Und ein Großteil dieser Wettenderivate sind ja für mich im Endeffekt, also jetzt gerade, wenn es um Credit-Default-Swaps und all die Sachen geht, sind das natürlich Wetten für mich. Und wenn es da zu Turbulenzen gerade am Anleihenmarkt kommt, dann belastet es meiner Meinung nach die Deutsche Bank. Und vor dem Hintergrund, man muss sich mal anschauen, dass die Kursentwicklung der Aktie der Deutschen Bank ja im Endeffekt so aussieht wie die 10-jährigen Zinsen in den USA, solange es abwärts geht. Geht es auch bei der Deutschen Bank abwärts. Also ich denke, das ist einfach ein massives Problem. Turbulenzen am Finanzmarkt ist einfach schlecht für die Deutsche Bank. Und wenn die Zinsen immer weiter senken, ist es natürlich auch ein Problem für die Commerzbank, gerade im Bereich Mittelstandsbank. Der Zinsüberschuss ist unter Druck, ihre Zinsmarge ist unter Druck. Und man muss sich nur anschauen, was in Japan passiert ist, als sie die Strafzinsen eingeführt haben im Februar, dass gerade so die Bankaktien richtig abgeschmiert sind, wie in Nomura und so weiter. Also die leiden natürlich unter dem Zinsdruck und wie gesagt, also die Banken haben meiner Meinung nach weiterhin Probleme und da wäre ich weiterhin ganz klar vorsichtig. Ich denke, da ist es weiterhin noch zu früh, auf eine Trendwende zu spekulieren und dass so etliche Bankaktien teilweise niedriger stehen heute als im März 2009, als alle vom Kollaps des Finanzsystems gesprochen haben. Ich denke, da muss man durchaus mal drüber nachdenken, warum ist da der Aktienmarkt so bärisch, da muss man sich wirklich Kopf stehen. Okay, also kein bullisches Statement für die Banken. Dann eine Frage von mir vielleicht noch, die vorletzte Aktie für heute. Und zwar, danach kommt noch K&S, weil da bist du auch langjähriger Begleiter. Ja. Aber kommen wir erstmal zu Adidas, weil die ist eigentlich so ein typischer
Wert, wo wir beide auseinander liegen. Für einen Trendfolger Weltklasse, der Trend ist ganz klar nach oben gerichtet, aber wir haben jetzt heute gelesen, lahmender Verkauf. Adidas ist einfach so gierig, dass die sagen, sie nehmen von jedem Familienvater gern mal 50, 60, 70 Euro für so ein Trikot, da ist die Beflockung noch gar nicht dabei. Und jetzt sagt der Einzelhandel, ach du Scheiße, Katastrophe. Die Dinger liegen wie Blei in den Regalen und wir sehen das hier schon, wir sehen gerade, dass der Einzelhandel in Panik gerät, zitiert das Blatt PR-Experten Peter Rohlmann. Also bei Adidas vielleicht auch da, Stichwort EM und dann später Olympische Spiele, noch on top, sehr, sehr viel Gutes eingepreist. Wie findest du die Adidas-Aktie und wäre das jetzt vielleicht dann doch auch für einen Trendfolger mal ein Moment, wo man sagen würde, die ist jetzt überzogen und überreizt? Ich meine, wir haben seit einem Jahr nur Positives von Adidas gehört, Chefwechsel, EM, Olympia. Wie siehst du Adidas? Ja, Adidas ist natürlich mit einem KGV in der Größenordnung 23, 24 natürlich hoch bewertet. Da bin ich auch absolut d'accord. Aber ich denke, gerade wenn das Szenario, das ich gezeichnet habe, dass die Weltwirtschaft ziemlich schwach ist und darauf deutet meiner Meinung nach auch der Rückgang bei den Autoaktien hin, wenn ich meine Daimler anschaue, wenn ich BMW anschaue, wo es für mich gar keinen Sinn macht, dass die Bewertung für eine Daimler oder eine BMW irgendwie bei KGV 7 oder KGV 18, obwohl sie so hervorragende Margen haben. Das zeigt meiner Meinung nach, dass einfach die Weltwirtschaft schwach ist. Und dann denke ich mal, dass einfach in so einem Umfeld werden einfach die Leute dann wirklich in Werte schauen wie eine Adidas. Weil wenn es mir schlecht geht, dann kaufe ich mir vielleicht keinen neuen Daimler oder kaufe mir keinen neuen BMW. Keine Ahnung, was da gibt, X6 oder was auch immer. Aber im Zweifelsfall kaufe ich mir trotzdem das Adidas-Trikot. Und ich denke, so werden einfach die Investoren denken. Und im Zweifelsfall, da war ich ja lange bullisch bei Adidas und da würde ich auch dabei bleiben. Also ich denke einfach, die haben einfach doch ein solides Geschäftsmodell, Wachstum und vor dem Hintergrund bleibe ich da eher positiv und würde da eher Momentum spielen, eher an den Werten auf eine Trendwende setzen würde. Okay, wir haben ja die relative Stärkeliste bei uns immer auf der Seite, beobachten da auch, ob sich da bei Adidas irgendwann was tun wird. Wie gesagt, ich bin angesichts der Bewertung da skeptisch und der Vorschusslorbeeren, aber bis jetzt muss man sagen, ich war auch schon bei 110, bei 105 skeptisch. Liege ich zu früh, gebe ich auch offen zu, genauso wie bei Amazon. Aber ich würde sie trotzdem nicht kaufen, finde ich beide zu teuer, Punkt, obwohl das Geschäftsmodell stimmt. Ein Geschäftsmodell, das gestimmt hat, auch werbemäßig, ist ja immer die Sixt. Hier gab es diese Woche diese schöne Werbung mit Alexander Gauland, der ja am Sonntagabend in der Runde völlig überraschend erfahren hat, dass Jerome Boateng farbiger Hautfarbe ist. Das war irgendwie komplett neu und Sixt hat das natürlich gleich schon für eine coole Werbebotschaft genutzt. Da kann man aber auch auf die Aktie, finde ich, mal aufmerksam machen, denn auch die kennst du ja noch aus deinen Münchner Zeiten, glaube ich, sogar besonders gut. Du warst ja für Börse Online auch mal ganz, ganz früher zu fast noch neuen Marktzeiten. Ne? Egmont, warst du ja in der Weihenstephaner Straße in München, unten die Redaktion von Eltern und PM und oben war Börse Online. Du hast dich mit Sixt auch schon beschäftigt. Wieso sieht die denn so bockstark aus? Das ist doch eine Aktie, die müsste dir eigentlich gefallen, oder? Top-Margen, Geschäftsmodell funktioniert eigentlich doch super, oder? Ja, als Trendfolger natürlich. Ich denke einfach, die hängen doch ziemlich stark auch gerade am Geschäft an Deutschland. Und da läuft es ja konjunkturell, glaube ich, wie jeder weiß. Und das ist natürlich ein wichtiger Faktor. Und ich denke auch, die Gewinnperspektiven stimmen, die Expansion stimmt. Und jetzt ein KGV von 16, 17, wenn ich es mal anschaue, im Vergleich zu vielen anderen S-DAX-Werten, die deutlich höher bewertet sind als eine Sixt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass da die Hosse bei Sixt noch eine Weile weitergeht. Also gute Werbung und ich denke einfach, so ein familiengeführtes Unternehmen ist einfach was Solides und ich denke, da bin ich positiv. Okay, dann sind wir so gut wie beim Ende. Wir haben noch 2 Minuten, die obligatorischen 5 Überziehungsminuten. Egmont, ganz kurz 2 Sätze. 1 zu K&S. Die Aktie sah in den letzten Tagen ganz gut aus, heute wieder ein bisschen schwächer. Und dann zu Wirecard, da gab es heute so ein paar Spekulationen Richtung Asien. Du hast schon mal angedeutet, dass Wirecard ja vielleicht ein etwas dubioses Geschäftsmodell zumindest hat, aber kann man natürlich nichts nachweisen. Ich denke, da hat sich nicht viel dran geändert. Vielleicht kannst du kurz einen Satz sagen und dann abschließend, dann sind wir fertig für heute. K&S würde mich interessieren und die Zuschauer. Gerne. Ich denke, K&S, da muss man einfach ganz klar schauen, wie geht es bei den Preisen für Agrarrohstoffe weiter. Also wir haben eine gewisse Bodenbildung gesehen.
bei Weizen, bei Mais, wenn sich da die Erholung weitergehen sollte, ich meine, in den vergangenen 2 Jahren ging es ja deutlich abwärts, dann könnte ich mir vorstellen, dass es da auch bei K&S allmählich weiter aufwärts geht. Allerdings muss man ganz klar im Auge behalten, die Kali-Preise sind weiterhin im Rückwärtsgang, einfach weil es doch enorme Überkapazitäten auch gibt in der Branche, sei es jetzt über Potash und so weiter, die haben ja zuletzt auch wieder die Prognosen gesenkt und waren da eher skeptisch. Indem jetzt K&S den Bau der neuen Mine in Kanada vorantreibt, kommt da wieder zusätzliches Angebot auf den Markt, das ist natürlich auch jetzt nicht gerade gut. Also vor dem Hintergrund könnte ich mir eher vorstellen, dass die K&S eher seitwärts tendiert. Also da würde ich noch nicht von einem deutlichen Aufwärtstrend ausgehen, weil, wie gesagt, da gibt es halt einfach noch etlichen Gegenwind. Und die andere Wirecard-Sache, ja, da hat eine chinesische Firma oder ein chinesischer Nachrichtendienst gemeldet, dass angeblich chinesische Firma Interesse an Wirecard hatte oder hätte und dass es da schon Verhandlungen gibt und die möglicherweise sogar schon weit fortgeschritten wären und wie auch immer. Wirecard hat sich im Endeffekt dazu nicht geäußert. Ja, nichtsdestotrotz ein kräftiges Kurs plus 5-6%. Ich denke, da ist auch jetzt schon etliches eingepreist. Also ich denke, auf dem Niveau würde ich vielleicht auch eher sagen, vielleicht seitwärts. Da muss man einfach sehen, was da weiter Nachrichten kommen, mal als Key aus China. Aber das kann man jetzt schlecht einschätzen, wenn es so im Endeffekt bei einer chinesischen Seite steht und im Endeffekt noch überhaupt nichts bestätigt ist, wer da dahinter steckt, ob das China Mobile ist als möglicher Interessent. Das ist mir einfach zu wenig konkret, als dass ich da sagen würde, da jetzt voll rein. Daniel. Okay, ja prima. Das waren noch die 2 Werte, die offen waren. Wir haben noch eine ganze Menge an Fragen offen. Wir sollen uns ein paar Depots angucken bei Yondo. Das werden wir nächste Woche machen. Nächste Woche das Webinar wieder mit Gästen. Mal gucken, ob Franz-Georg wieder dabei sein wird. Das kann gut sein, denn wir haben eigentlich noch ein Thema komplett ausgespart heute. Das wollten wir eigentlich machen. Als Vorbereitung, wer Spaß dran hat, guckt euch mal die Charts an von Mais und Weizen. Und dann vielleicht mal ein bisschen ums Eck überlegen, Stichwort El Niño und das, was da so momentan los ist, auch Lagerhaltung bei Agrarrohstoffen, könnte für nächste Woche interessant werden. Da gucken wir uns mal ein paar Charts an. Dann, ich bin auf jeden Fall da nächste Woche Mittwoch 18 Uhr, unser Webinarprogramm auch immer bei uns auf der Seite, bei Yondo natürlich auch das Passende dazu ebenso. Und genau, dann werden wir nächste Woche, sind wir eine Woche näher am möglichen Brexit, machen auch bestimmt so eine kleine erste Zwischenbilanz der EM, denn ich glaube, die Deutschen, die spielen das erste Mal am Sonntag und dann am Donnerstag, so ist das, genau. Da werden wir auch schon so eine kleine Zwischenbilanz haben und ja, insofern bleibt mir nur zu sagen, wer Lust hat, ich bin ja morgen nochmal in Aktion, gerne einschalten und mit dabei sein und ansonsten schon mal einen schönen EM-Auftakt am Freitagabend um 9 mit den Franzosen. Egmont, dir auch viel Spaß beim EM-Gucken am Freitag. Und vor allem zu Hause gutes Wetter und bitte keine Hagelschäden oder sonst was und dass das ein bisschen ruhiger wird. Dankeschön fürs Zuhören. Natürlich, da kam jetzt noch die Nachfrage, die Webinare werden auch jetzt wieder aufgezeichnet. Ich konvertiere das gleich, das stellen wir morgen oder übermorgen hoch und dann gibt es das Dienstagswebinar von Franz Georg mit der Yondo und der Aufzeichnung hier das und alle anderen natürlich auch immer bei uns einfach vorbeigucken. Danke fürs Zuhören, danke Egmont und in Gedanken an Franz-Georg jetzt vor dem Steak, danke an Franz-Georg nochmal, der bei dpa ist. Bis nächste Woche. Tschüss.